Hey Leute, willkommen zur JAB Gator TV? Boot TV. Ja, JAB Boot TV. Ausnahmsweise mal kein Video über Autos. Zumindest das meiste davon. Wir waren im Urlaub in Texas und Louisiana, unter anderem in New Orleans. Und wenn man vom Sumpf umgeben ist, wieso nicht reinfahren und schauen, ob sich irgendwo ein paar Alligatoren verstecken? Wie es scheint, gibt es da hier ein paar. Wie man schon am Steg sehen konnte, denn da unten im Gestrüpp ist schon einer. Zugegeben, ein ziemlich kleiner, aber er war nicht aus Plastik, denn als wir zurückkamen, war er nicht mehr da. Auf jeden Fall waren wir auf einer Tour in einem Sumpfboot mit insgesamt 16 Personen. Das Boot, in dem wir fahren durften, war eins der größten der Flotte. Und es hatte zum Antrieb des Propellers einen LS4 Chevrolet Motor mit 454 Kubik-Inch. Das ist ein 7,4 Liter V8 mit obenliegenden Nockenwellen und 680 PS. Und da die Motoren bei Vollgas bei konstanten 5000 Umdrehungen drehen, haben sie einen Maximalverbrauch von über 300 Litern Sprit auf 100 Kilometer. Kein Schmarrn! Déjà vu, I've just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Wir suchten also nach ein paar Alligatoren. Es ist nicht ungewöhnlich, keine zu sehen. Und um die Wartezeit zu verkürzen, beantworteten die Guides Fragen der Leute. Hier geht es um einen Teil der Baumwelt. Was ihr da von den Bäumen hängen seht, ist eigentlich gar nicht Teil des Baumes. Das nennt man spanisches Moos. Früher wurde es benutzt als Füllmaterial für Kissen, Jacken, Mäntel. Es war damals sowas wie heute Baumwolle. Es gab viele verschiedene Nutzen dafür, aber sie haben aus einem Grund aufgehört, es zu benutzen. Jemand eine Idee warum? Insekten, richtig. Milben, Flöhe, Bettwanzen. Sowas wurde angezogen wie ein Magnet. Leute haben ihre Kissen und Decken damit gestopft. Insekten bissen Menschen, während sie schlafen. Und das erfand den Spruch. Er sorgte auch für den ersten Rückruf der US-Geschichte. Jemand eine Idee, für was der Rückruf war? Es war der Ford Model T. Das war der erste Rückruf der US-Geschichte wegen Insekten. Im Grunde hat Henry Ford die Polster mit spanischem Moos gefüllt und die Insekten kamen und bissen Leute. Das verursachte den ersten Rückruf der US-Geschichte. Er hat seinen Kunden das gesagt. Bringt euer Fahrzeug her und wir entfernen alle kleinen Fehlerchen für euch. Nun, es ist kein Fungus, es ist auch kein Parasit. Es lebt in keinster Weise von dem Baum. Es ist eine eigene Pflanze, die sich selber ernährt. Es ist kein Teil des Baumes. Es tötet den Baum auch nicht. Und glaubt es oder nicht, aber einer seiner engsten Verwandten ist die Ananas. Sehr interessant, ehrlich. Das hatte ich vorher auch nicht gewusst. Auf jeden Fall fuhren wir weiter, um endlich Gators zu sehen. Und es dauerte nicht lange. Oh, there's a gator right there on the one lane across. Ah. You haven't seen an alligator? You don't see it right there? I imagine if you're hungry enough, it could. That just seems like a fish system. The tides pull off, a lot of it out to the salt water. But if you look to the right, on that tree right there, that gator right there, he's about five, a little bit better than 5 foot long, somewhere in that area. Now what those gators are doing, being that the water temperature is still very cold, most of our gators are still on the land, trying to soak up our sunlight, warm themselves up, get the heart rate back up. That's what they're doing right there. Natürlich sind diese Alligatoren nicht alt und nicht besonders groß, aber trotzdem beeindruckend. Ich meine, in dieser einen Lagune waren 4 verschiedene wilde Alligatoren und einer kam direkt aufs Boot zu.
biggest gator I have a current match with. Where's the one you can touch? I want him! And when I tell you, it tastes completely different. If y'all have a choice in any restaurant, y'all go, y'all know it's the difference. The chemicals they use to preserve their shrimp give it a kind of weird taste. I'm not a fan of it at all, but I'm a strong believer in this. If you respect the wildlife, as long as you don't come out here and act like you're a little bit. Ooh, yeah. Yeah. They stopped and came back. Come on. Wir fuhren weiter auf der Suche nach einem größeren. Und dann sahen wir Papagator. Last time I seen a gator this size, we were back in. We had a hot streak in December when I seen one about this size. Then, the only reason big gators are starting to come out is because it's been warm so long. And I had somebody on my tour say, oh my god, it's a baby. Well, if that's a baby, I want to see the damn egg. That thing came out of but that gator right there, if I had to guess, I'd say he's better than 10 foot. He's probably close to 11, somewhere in that area. He definitely got a little size to him as far as that goes. Das sind über 3 Meter Länge. See the head on that male gator? See how it's all cut up and scarred up? They fight a lot during mating season. See, you have a gator that's all scarred up, cut up, and beat up most of the time with a male gator. But other than that, and I'll do it more than likely as a female gator because male gators, another male gator wouldn't be that close to that big gator. Der Tag ging weiter und weiter mit mehr und mehr Alligatoren. Am Ende des Tages sahen wir ca. 15 Alligatoren innerhalb von nur 1,5 Stunden. Was erstaunlich ist, ist, dass es die Tiere wirklich nicht interessiert, dass wir da sind. Außer wir sind kurz davor, sie zu rammen. Das war es mit diesem sehr speziellen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann beißt in den Abonnentenknopf, faucht den Like-Button blau und ich finde euch in den nächsten Videos. Bye-bye!